Wie kommst du überhaupt auf ihn, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedröhnten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo, mein Schatz. Hast du schön draußen gespielt? Ich bin ziemlich müde. Ich gehe dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Kiffnase. Säuferin! Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Die Nacht. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Coup. Süße Miezi, süße Miezi, Schnurre. Wer ist da? Wer? Lass uns heute hier bleiben. Nein, bleib draußen, bleib draußen! Haha! Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes! Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick, es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Bereit? Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle. Ich bin die Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages seinen Diabetes loszuwerden, obwohl das meinen Ruhestand bedeuten würde. Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Sie können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze!
willst es drauf anlegen? Na gut. Vorsicht, Sidekick. Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind. Geschwärzt? Bin ich eine Olive? Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Schau gut zu, Sidekick. Diabetes regelt das! Ich hab nen Schild! Warum kämpfen wir nochmal? Ich hab deine Schlüssel beschlagnahmt! Gib mir meinen Kackschlüssel! Attacke! Mach sie fertig, Wunderarsch! Ich mach sie fertig! Diabetes im Anflug! Jetzt habe ich ein Schild der Schaden absorbiert! Dann los, Diabetes, und wie auch immer der Anflug. Wie bin ich hierher gekommen? Schnapp ihn dir! Scheiße, bist du schnell! Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen! Ja! Hey, fick dich auch! Hey, ich kann euch auch Süßigkeiten mitbringen. Ich brauche nur den Autoschlüssel. Ah, danke, ich hab Diabetes. Prügel sie windelweich. Hey, was soll denn das? Sieh zu und lern. Ich dachte, wir sind in Amerika. Sind wir doch, oder? Ihr könnt auch alle mitkommen. Du fährst. Das wäre gegen das Gesetz. Mein Sidekick regelt das mit links. Oh, ich schnapp mir den Schlüssel, aber erst noch eine kleine Runde. Gute Nacht, Mr. Marsh. Die Pflicht ruft! Das ist eine Abkürzung durch Kite-Versteck! Kyle ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir der Sache auf den Grund. Dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich Zuckerzorn. Sehr gut, Sidekick. Das ist Humankinds Geheimversteck. Fürze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Wir müssen den Weg freimachen. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch. Super Arbeit, Sidekick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Komm schon, Sidekick, keine Angst. Der Furcht.
furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz! Autsch! Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also ich wurde. Freebird! Das Peppermint Hippo ist gegenüber. Yeehaw! Hey, nicht vordrängeln. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Oh shit, es geht los. So viel Zucker. Das war zu viel. Ich brauche Insulin. Insulin, schnell! Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang! Wir die Frau finden. Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Komm, lass uns reingehen. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Was soll ich tun? Hey, jetzt verpisst euch endlich! Hey, labern könnt ihr auch draußen. Ich hab gesagt, verpisst dich! Hey, da gibt's geile Titten und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch! Noch einen anderen Eingang geben. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Komm her, ich hab eine Idee. Oh, natürlich. Zur Seite, Sidekick. Oh Mann, jetzt... Geschafft? Ich pinke... Die Lady ist wohl da lang. Ah, das tut gut. Hey, bist du ein Kobold? Ich muss mich konzentrieren. Okay, wir sind im Stripclub. Wow,
Diese Ladies haben wirklich, Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß das über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen uns jemand suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Okay, Leute, jetzt haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Applaus für Destiny. Ich ermittle hier verdeckt. Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Sorry, Kumpel, aber ich kann jetzt nicht. Ich bin DJ in einem Stripclub. Na, tanzt du heute Abend? Sorry, muss mich konzentrieren. Komm wieder, wenn du volljährig bist, dann lass ich dich an meine Plantaten nuckeln. Ich hab inzwischen neues Zeug reinbekommen. Das Zeug putzt dir nicht nur den Rachen. Genieß die Titten und Ärsche. Oh Gott, ich glaube, mein Morgenschiss ist jetzt schon im Anmarsch. Du hast echt Eier. Als ich jung war, war ich genau wie du. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Vorgeschmack aufs Paradies darf auch nicht fehlen. Lasst euch in Versuchung führen von Angel. Halleluja. Hey, niemanden gefunden? Kein Problem, ich habe zwei Typen aufgegabelt. Spiel einfach deine Rolle. Hey Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Das ist also deine Freundin, hä? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich stehe auf Kleine. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für Lapdance. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay. Haben die Herren jemals einen Tanz von einer Lady mit Penis-Tattoo bekommen? Hey, wir sind nicht zum Quatschen hier, Baby. Ja, ich sag gar nichts, bevor ich nicht ein bisschen Action im Schritt bekomme. Oh, na gut. Okay, Sidekick, du weißt, was das bedeutet. Gut. Oh Mann, da geht mir ja mein Ständer flöten. Was für eine Aktion war das denn? Dafür zahle ich aber nicht. Boah, Baby, du stinkst den ganzen VIP-Raum voll. Ich muss gleich kotzen. Scheiße.
Ah, wie geht's? Oh, oh Mann, da geht's. Scheiße, was soll das? Oh nein, hör auf. Lass uns doch lieber quatschen. Okay, lass uns quatschen. Quatschen? Ach nee. Also, was macht ihr so beruflich? Und habt ihr mal mit einer Lady mit Penis-Tattoo getanzt? Wieso ist euch dieses Penis-Tattoo so wichtig? Ja, ja, Classy hieß die. Sie heißt Classy? Ja, Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Natürlich, deswegen das Tattoo. Wir haben den Namen. Los, gehen wir. Was soll das heißen? Ihr könnt uns hier nicht einfach sitzen lassen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Ihr bleibt mal schön hier. Haha, ich bin keine gewöhnliche Stripperin. Ich bin Captain Diabetes. Was? Mein Sidekick und ich haben unsere Verkleidungskünste genutzt, um euch Informationen zu entlocken. Damit kommst du nicht davon, Captain Diabetes. Oh, Scheiße, mit meinem Ständer kann ich kaum laufen. Ja, ich wurde bis jetzt nur angefurzt. Oh. Ja. Ich rufe die Verbraucherschutzzentrale an und sag denen, dass du ihn nur halb steif gemacht hast. Nimm das zurück. Kein Lapdance mehr für dich. Ich will in eines dieser kommunistischen Länder, in denen Ständer staatlich subventioniert werden. Einen Tanz? Will jemand einen Tanz? Da zahlt man satte 20 Dollar für eine Edelstripperin und dann das! In Thailand kriegt man für 5 Dollar einen Ständer! Überhaupt keine Chance. Mach sie fertig. Überraschung. In Thailand hat mir einen Ständer verpasst, die selbst einen hatte. Das hat gesessen. Gebt auf, Super Twerker. Herrschaften sollen sich an den Geschäftsführer wenden, wenn sie mit dem Lapdance-Angebot im Peppermint Hippo unzufrieden sind. Adieu! Gute Arbeit! Okay, zurück zur Bühne! Okay, Leute, ich hoffe, ihr amüsiert euch. Vergesst das Trinkgeld für die Kellnerinnen nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, spendiert dem DJ doch gleich noch einen Drink. Und jetzt gibt's heiße Action mit Esmeralda. Verstehe. Der DJ ruft die Namen von den Bitches und dann kommen sie auf die Bühne. Los, wir müssen irgendwie den DJ ablenken. Ich hab's. Meine Mutter säuft immer Gin Tonic, bis sie umfällt. Wir mixen dem DJ ein und tun irgendwas Starkes mit rein. Dann haut es ihn um. Schnell, mix den Drink. Alle oh Gott, ich mag mein Morgenschiff, es ist jetzt schon im Anmarsch. Hey, ich glaube, das können wir ihm in den Jing tun. Wow, das war sehr effektiv. Du darfst die ekligen Sachen tragen. Eine perfekte Zutat für unser Gebräu. Mit den Zutaten wird das ein Höllendrink. Vielleicht fehlt noch irgendwas.
Ist das widerlich genug, um den DJ außer Gefecht zu setzen? Oh Gott. Oh Gott. Fürze! Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest, aber nichts macht mich wütender als Fürze. Sie erwecken den tiefsitzenden Zorn, den ich mit mir herumtrage. Wieso ausgerechnet Fürze? Aber das wird den DJ lange genug außer Gefecht setzen, um Classy zu rufen. Nur der Geruch dieser scharfen Dame macht euch schon kirre. Cinnamon! Das ist mein erster... Ah, endlich hat jemand dem DJ einen Drink spendiert. Coole Sache. Ach, genau das hat der DJ jetzt gebraucht. Danke für... Oh, Mann, da hat einer meinen Drink gefurzt. Bin gleich wieder da. Trink halt nicht vergessen. Das lief ja besser, als ich dachte. Okay, Leute, jetzt lasst mal ordentlich was hören und vergesst nicht, euren Kellnerin Trinkgeld zu geben. Auf der Bühne geht es gleich heiß her. Applaus für Classy! Genau, Leute, auf die Bühne mit Classy, mit einem I und einem kleinen Schwanz, der das I aus dem ASS fickt. Applaus für Classy! Hey, was rufst du mich raus? Ich bin doch noch gar nicht dran! Warte mal, du bist nicht der DJ! Das muss sie sein! Oh shit, das sind Undercover-Bullen! Ihr nach! Sie ist hier lang gerannt! Die beiden sind hinter mir her! Helft mir! Ihr habt hier nichts zu suchen! Ja, verpisst euch! Zur Seite, Ladies! Captain Diabetes und sein Sidekick müssen diese Stripperin verhören! Wenn ihr zu ihr wollt, müsst ihr erstmal an uns vorbei. Traut euch doch! Okay, Leute, euer DJ ist wieder da mit einer Spezialshow für euch. Die zwei Arschlöcher, die mir in den Drink gefurzt haben, werden von unseren Ladies gleich so richtig durchgenudelt. Applaus für Paris! Ulala, mehr muss ich gar nicht sagen. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Kein Grund, garstig zu werden. Ist es hier gerade heiß und scharf geworden? Oh, das ist der Grund, Esmeralda. Wir müssen Classy erreichen, bevor die Stripper-Horde uns überrennt. Oh, leck mich, dieser Nahkampf-Scheiß ist nichts für Classy. Ladies, was es anhaltet, sie auch so schwer zu verstehen. Gut gefangen, Fickgesicht. Zeig ihnen, wo der Hammer hängt! Als Vertretung aus der Frühschicht, Blaze! Einen kräftigen Applaus bitte und hey, können wir das Licht etwas runterdrehen? Wir müssen bis ans Ende des Flurs. Ich zeig dir die VIP-Erfahrung. Ja, mach das Kleingemüse fertig. Hepatitis stinkt gegen Diabetes voll ab. Jetzt los, Lady. Das ist Mini-Polizeigewalt. Ich mag dich, Schätzchen. Wieso kannst du Classy nicht einfach in Ruhe lassen? Bitte, dass du ihr nicht die Nägel ruiniert hast. Au! Aha. Würdest du deine Mama auch so ohrfeigen? Schäm dich. Die sind schon viel zu nah. Schau jetzt gut zu, ich mach kurzen Prozess. Nimm das! Sie zerquetscht eine Wassermelone zwischen den Schenkeln, Anastasia! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Diese Mini-Bullen dürfen Classy nicht in die Finger kriegen, auf sich! Hol ihn in die Fresse, sehr los! Oh, jetzt seid ihr kleinen Penner richtig am Arsch. Schnapp sie dir, Chantal.
Aufgepasst, meine Damen und Herren, hier kommt die Meisterin der Mösenfürze, die Herren des Sadomaso, die definitive Domina, Chantal Le Grande Popo. Hey Schätzchen, für diesen Hintern bist du nicht bereit. Ich werde dich mit meinen Arschbacken zerquetschen. Ich will mich nur kurz auf dein Gesicht setzen. Hä? Oh Gott, dieser Arsch zerquetscht schon 4 Ameisen. Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß. Dem Hintern entkommst du nicht, Schätzchen. Wenn ihr jetzt fliegt, steigt eure Lebenserwartung immens. Ha! Frau Mama, weg von meinem Sidekick! Ich bin dran. Sorry, Ladies, hier kommt man anders wieder. Weg hier! Jetzt setzt's was. Die erste Stripperin vergisst man nicht, oder? Diabetes-Zeit! Komm her, Baby. Ich komme. Hier kommt der sichere Tod durch Chantal Le Grande Popo. Du machst mich eck. Sauer. Gefällt euch, was ihr seht? Ich setz mich auf dich, bis dir die Augen rausspringen, Schätzchen. Kleine Warnung, dieser Arsch ist tödlich. Ich bin dran, Bitches. Fertig oder nicht, ich komme. Popo! Ihr habt keine Chance gegen einen Arsch von dem Ausmaß! Ihr kriegt mich nicht lebend! Wir dürfen sie nicht entkommen lassen! Diese Runde geht an dich. Mein Popo muss sich jetzt erstmal ausruhen. Hey! Lass mich rein, Arschgesicht! Die Bullen sind da! Was? Schnell, geh rein! Schwert ab! Glaubt ja nicht, dass ich das Ding nicht benutze! Ah! Los, in das Restaurant! Schnell! Wir müssen das Schild hochheben!